Servus YouTube, hier ist der Kasin und herzlich willkommen. Ich sitze hier gerade, habe gleich meine Prüfung. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich bin übertrieben nervös. Ich muss jetzt gerade noch auf den Fahrlehrer warten und auf den Prüfer. Und dann soll es eigentlich auch klappen. Und wie es ausgegangen ist, werdet ihr dann im späteren Commentary sehen, beziehungsweise hören. Also wir hören uns dann. Ciao, euer Kasin. Ja, da bin ich wieder. Und jetzt auch am PC. Wie ihr seht, ein Suchen und Zerstören auf der Map Hardhead. Natürlich MW3. Gespielt habe ich mit der MP5 und dem Schalldämpfer. Mit den Perks Extrembedingungen, Schnellzielen und Todesstille. Mit dem Spezialistenbonus auf der 2 müsste es Fingerfertigkeit sein. Auf der 4 Attentäter und dann der 6 Lagebericht. Alles natürlich in der Pro-Variante. Und wir kommen dann auch direkt zum Thema, was ich eben vor dem Intro gesagt habe, der Führerschein. Ja, ich habe ihn bestanden. Ich wollte meine Mutter eigentlich verarschen. Ich kam rein ins Zimmer. Ich konnte das Lachen einfach nicht unterdrücken, beziehungsweise das Grinsen, dass ich endlich geschafft habe. Das war mein zweiter Versuch. Und naja, beim ersten Mal jetzt eigentlich schon bestehen müssen, aber ein dummer Fehler. Und der Prüfer sagt dann, nee, aber das ist ja jetzt egal. Und ich weiß, dass ich jetzt wieder zu viel aber gesagt habe. Okay, das muss man auf jeden Fall abgewöhnen. Wir kommen zum ersten Thema. Und zwar Weg zum Erfolg beim FIFA 13 Ultimate Team. Mein anderer Laptop, mein alter, der kaputt gegangen ist, hatte anscheinend ein Virus drauf. Und ein Typ konnte sich da irgendwie reinhacken. Ja, na toll. Gedacht. Jetzt hat er das Passwort von meinem Xbox Live Account geknackt, beziehungsweise die E-Mail davon hat sich das Passwort einfach geändert und ich kann jetzt nur noch über Xbox halt online gehen mit dem Account und ich habe mir die Spieler einfach auf den Account von einem Freund getan, der die so lange wieder bewahrt, bis ich meinen Account richtig sicher wieder zurück habe. Das heißt, ich kann aktuell diese Serie nicht fortführen. Das wird aber, denke ich mal, kein Problem sein, da ich noch drei Gameplays habe, wo ich gegen einen Freund mit meinem Ultimate Team spiele. Die sind sehr spannend, die Spiele auf jeden Fall. Die werde ich dann jeweils montags hochladen, 3 Wochen lang. Aber was aktuell jetzt rauskommt, ist ja natürlich dann Black Ops 2. Ich denke, ich bekomme es am Samstag. Wenn ihr dieses Video seht, müsste es eigentlich Samstag sein. Bekomme es heute. Worldgames hat mir zwar noch keine Bestätigung gesendet, dass sie es geschickt haben, aber normalerweise müsste es ja dann kommen, da stand Verfügbarkeit ab dem 9. November. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Ich werde sofort, nachdem ich das erste Gameplay erspielt habe, ein Video dazu machen und hochladen. Das wird dann, wenn ich es morgen habe, beziehungsweise heute, sofort hochladen. Damit ihr es als erstes auch direkt seht, wie das Spiel ist, falls ihr euch noch nicht entscheiden konntet, ob ihr das Spiel haben wollt oder nicht. Ja, dann, wir kommen zum anderen Thema, und zwar immer noch das CSL-Team. Wir suchen immer noch ein, zwei Spieler, die Interesse haben, oder wirklich ein wirkliches Interesse haben, dann mitzuspielen. Es haben sich mal 2 beim CK-Forum gemeldet dafür, aber die haben dann am Ende erst einer hat abgesagt, der andere hat einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Den ich gesagt habe, soll mal in die Party kommen, um mal die Dinge abzuklären. Danach habe ich ihn einfach aufs Party gekickt. Aber was soll's. Falls ihr Interesse habt, dann schreibt mir einfach eine PN bei YouTube oder addet mich bei Xbox unter The Kasin und wir werden dann alles besprechen. Am Dienstag ist ja der Release und ich möchte das Team normalerweise, beziehungsweise eigentlich, fertig haben, damit wir auch einplanen können, wie wir spielen, welche Taktiken, dies, das. Okay. Was jetzt noch von Gameplay kommen wird, also nicht jetzt, sondern später mal, ist ein Spiel namens Halo Wars. Ne, nicht Halo Wars. Happy Wars. Happy Wars. Was? Das Spiel ist eigentlich relativ nice.
Ich weiß nicht, ob der eine oder andere kennt, das ist ein Free Game auf der Xbox. Dazu wollte ich ein Gameplay machen. Und Assassin's Creed 3 Multiplayer Gameplay. Ich habe es noch nicht angefangen zu spielen, deswegen gucken, wie es wird. Ich mache daraus dann so gesehen ein Live-Spiel. Das erste Spiel werde ich direkt hochladen. Vielleicht mache ich dann einen Live-Commentary daraus. Mal gucken. Ja. Das Gameplay müsste jetzt eigentlich auch gleich zu Ende sein. Ich habe gerade aktuell ein 10-0. Ja, 10-0. Das Spiel geht 4-0 für uns aus. Und dann war's das jetzt auch. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Kasim.